Huch. Sieht interessant aus. So. Warenhandel. So. Wo ist denn mein Schiff? Da will ich jetzt... Was? Patrouille starten. Aktionsmodus. Bringt das jetzt das hier hoch? Ich verstehe es nicht. Ich bin da ein bisschen... noch ein bisschen desorientiert. Was muss ich denn jetzt machen? Nehmen Sie mit Ihrem Terminal folgendes an Professor Devi, Autopilot. So, mein Schiff geht jetzt unter Wasser. Blub. Wird wieder schön zum U-Boot. So, geh hier ran. So. Sie können jederzeit mehr SAAT-Equipment erwerben. Danke. Und so, probieren Sie den Autopiloten gleich aus. Was? Aktivieren Sie den Autopiloten in Ihrem Schiff, um Zugriff... Was? Zugriff auf die strategische Karte zu... Huch. Registriere Optimierungspotenzial beim überseebaren Transport. Verfügbare Informationen über Handelsrouten. Strategiekarte. Wunderschön. Nehme ich das Schiff. Jetzt gehe ich mal hier raus. So. Kann ich jetzt auf das andere Schiff zugreifen? Das hier. Und kann dann das hier machen. Sag dann... Neue Handelsroute. Einladen. Und zwar... Spirituosen. Nein, nein, nein. Ich bräuchte... Spiel gespeichert. Danke, nett von dir. Ich bräuchte... Wo ist denn die Funktionsnahrung? Ach, da. Die Funktionsessen, bitte. Und dann hier. Ja. Ausladen. Die Funktionsnahrung. Und... ja. Okay. Nee, Schiff hinzufügen. Die hier. Ah, es funktioniert. Hauptsache, wir haben endlich Zugriff auf die Daten. Bringen Sie das Datenlog gleich in Ihr Forschungslabor und lassen Sie dort... Das Datenlog. Wo ist es denn? So. Hoppala. Das ich drehe durch. Noch alles ein bisschen ungewohnt. Ach so, da soll ich es hinbringen. Ich habe hier kein Datenlog. Datenlog? Datenlog. Wo selektieren Sie Ihr Forschungslabor in Delta Komplex und führen Sie folgende Schritte aus. So. Du tauchst auf. Achtung, Produktionsstillstand. Baumschule. Was produziert ihr denn? Holz. Ach so. Ach so, weil ich die Ökos hier nicht ausbaue. Deswegen stockt es ein bisschen. So. Es geht ihm besser. Scanne Siedlungsgebiet. Lebensbedingungen optimal. Datenlog reparieren, Datenlog auslesen.
Huch. Wo ist mein Schiff? Okay, da hätte ich nicht hin müssen. Ist ja auch schön. Datenlog auslesen. So. Modulentwicklung abgeschlossen. Ich komme heute nicht ins Forschungslabor. Hab mir irgendwas eingefangen. Könnten Sie mal nach mir sehen? Professor Devi meinte, das Datenlog hätte mit dem Ausfall der Laborversorgung zu tun. Um das zu verifizieren... Ich wurde es mir geht? Furchtbar. Gestern hatte ich Fisch zu Mittag und seitdem hänge ich nur noch über der Kloschüssel. Na super. Dann baue ich ein Krankenhaus, ist wohl besser so. Eins wollte ich doch nur. Ich habe mich verklickt. So, weg mit dir. Medizinische Versorgung der Bevölkerung hergestellt. Ursprung der Seuche weiterhin unbekannt. Ist ja auch schön. Die Aufbereitung der Daten ist abgeschlossen. Nun können wir endlich die eigentliche Analyse vornehmen. Sie können das gerne übernehmen. So. Auslesen. Datenlog. Selektieren Sie Ihr Forschungslabor im Delta-Komplex und führen Sie folgende Schritte aus. Datenlog analysieren. Optimaler Input menschlicher Ressourcen für das geplante Vorhaben. Reparieren, auslesen. Bau weiterer Laborantenquartiere erforderlich. Hä? Nein. Jetzt brauche ich mehr Leute. Dass das funktioniert. 150 Stück brauche ich. Ich glaube, ich habe die Formel zum Glücklichsein gefunden. Jetzt fehlt mir nur noch eine Frau dafür. Wie habe ich denn... Na, brauche ich mehr Hütten? Mehr Hütten, mehr Hütten, mehr Hütten. So. Häuschen. Häuschen, 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 Häuschen. Jetzt mache ich... So mache ich das Baumenü zu. Kann mir das einer erklären? So. Jetzt hier die Straße so rüberziehen und hier so... So ungefähr, so. Dann kommt keine Feuerwehr, sondern... Nein. Ach egal, scheiß drauf. So, es dürfte aber jetzt schön langsam mal reichen. Die Arbeitsbedingungen hier sind zu 100% perfekt. Sie wissen wirklich, was Laboranten wie ich brauchen. Dann ist ja gut, dass ich weiß, was ihr braucht. Wie sieht's denn aus? Ich habe gar keine Nahrung mehr, wieso das? Die fressen mir die Haare vom Kopf. Ich brauche noch irgendwie Nahrungsmittel. Gezeitenkraftwerk. Sieht es denn überhaupt mit Strom aus? 8 Strom habe ich noch. So. Da noch einen hingepflanzt. Muss ja auch mal sein. Hier kriege ich keinen zwischen. Hier auch nicht. Aber da kriege ich einen hin. So. Da müssen die Leute halt Fisch essen. Hilft ja auch nicht. Ne? Die Arbeitsbedingungen hier sind zu 100% perfekt. Sie wissen wirklich, was Laboranten wie ich brauchen. So, erweitertes Baumenü. Toll. Scanne Siedlungsgebiet. Lebensbedingungen optimal. Ich gratuliere. Datenlog analysieren. Modulentwicklung abgeschlossen. So, jetzt...
Was ist das jetzt? Das ist ja... Forschungslabor. Es scheint, die Virago ist wegen einer Fehlfunktion der Systeme gesunken. Verursacht durch einen intelligenten Virus. Vater sollte das unbedingt sehen. Hört sich nicht gut an. So. Ausgewertetes Datenlog. Also, ich muss ausgewertete Datenlog jetzt mal wieder einladen. So. Dann bringe ich es mal zum Vater. Vater. So. Was? Zu seinem Flotter? Ich wurde endlich in die Abteilung 7 versetzt. Jetzt darf ich auch in dem neuen Hightech-Labor arbeiten. Oh, toll. So, du bist immer noch krank. SAAT wartet schon. Und wieso ist die Nahrung immer noch nur bis zur Hälfte erfüllt? Kann mir das etwa... Ach so. Er isst mir die Haare vom Kopf, gut zu wissen. Es geht auf keine Kuhhaut, was ihr alles esst. So, habe ich hier noch irgendwo Möglichkeiten, was zum Essen zu machen? So, was haben wir hier? Kerosin. Wieso brauche ich Kerosin? Ich müsste das hier produzieren. Ich finde aber kein Öl hier. Huch. Ihre Mithilfe bei der Untersuchung des Datenlogs erhöht laut meinen Berechnungen die Erfolgswahrscheinlichkeit um 23,4%. Also konzentrieren Sie sich bitte auf Ihre Aufgabe. Ach, da muss ich es hinbringen. Ah, verflucht. Ihre Mithilfe bei der Untersuchung des Datenlogs erhöht laut meinen Berechnungen die Erfolgswahrscheinlichkeit um 23,4%. Um 23,4%. Also konzentrieren Sie sich bitte auf Ihre Aufgabe. Okay. SAAT wartet schon gespannt auf Ihre Ergebnisse. Gut ab, das war fantastische Arbeit von Ihnen. Höre ich gern, so. Okay. Ich kann Ihre Ergebnisse bestätigen. Dieses Datenlog ist von einem mir unbekannten Computervirus infiziert. Die Matrix zeigt Anzeichen intelligenten Verhaltens. Oh. Das ist aber jetzt nicht so fein. So 50% nur. Wieso macht ihr... Ihr produziert doch eh wie die Wahnsinnigen. Und wieso kriege ich hier keine Nahrung an Start? Ja, gut, kann mir egal sein. Die erste Mission haben wir ja wieder geschafft, so wie es aussieht. Der Quellcode des Computervirus ist verschlüsselt. Ich kann seine Herkunft nicht bestimmen. Tatsache ist jedoch, dass er keine Entwicklung von SAAT ist. Gut zu wissen, dass es ist möglich, dass der Virus mutiert ist und sich danach unkontrolliert weiterentwickelt hat. Aber eine präzisere Auskunft erfordert weitere Analysen. Ja, dann analysiert mal schön. Ihr seid ja die Hirne hinter dem Ganzen. Dann müssen wir diese Analysen sofort durchführen. Wir müssen herausfinden, woher der Virus stammt und wie er sich so verändern konnte. Sehr interessant. So. Sie waren bisher eine große Hilfe. Ich hoffe, SAAT kann auch weiterhin auf Sie zählen. Aber natürlich könnt ihr das. Aber natürlich. Geht's hier mal bald weiter? So, Mission geschafft. Was entscheiden Sie, bei wem Sie Ihre Karrierepunkte investieren wollen?
So. Weiter. So, sieht ja gut aus. Und zur Missionsübersicht. Dann machen wir gleich mal die Mission 2, ne? So. Meine Berechnungen weisen Sie als idealen Operator für diese Aufgabe aus. Es gibt keine Probleme, nur Lösungen, nicht wahr? Ihr Gespür für logische Entscheidungen lässt mich hoffen. Okay. Das sind sehr aufbauende Worte, deswegen starten wir gleich mal die Mission. Und dann werfen wir uns wieder ins Getümmel und gucken, was Sache ist, ne?